Hallo Freunde der Balisong-Szene, ich war letztens mit meiner Familie in der Stadt und da sind wir zufällig an meinem Lieblingsladen vorbeigekommen, und zwar einem Army-Shop. Und da habe ich auch gleich zwei Messer mir dort geholt, beziehungsweise holen lassen. Und ja, das hier ist das zweite, das stelle ich dann im nächsten Video vor. Seid gespannt. Und fangen wir erstmal mit diesem hier an, und zwar ein Böker Magnum Trainer, hier mit dieser wunderschönen Aluminiumverpackung. Magnum bei Böker steht darauf, genauso wie auf der Pappe hier. So, wir haben was zum Lesen, noch was zum Lesen, und wir haben eine Handvoll Ersatzschrauben. Ja, also für jede einzelne Schraube mindestens zwei Ersatzschrauben oder was. So, dann haben wir hier das gute Stück drinne. Holen wir es mal raus. Ach, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch einen Torx-Schraubenzieher mit zwei verschiedenen Größen, so wie bei den anderen Trainern. Ja, nein. Irgendwie mag die Kamera mich nicht. Naja, also legen wir das beiseite und kommen mal zum Messer, ne? Das hier ist das gute Stück. Optisch gesehen ist es schon ein ziemlich geiles Teil. So mit diesem Stonewash-Look hier. Wir haben ein normales Alu-Ledge, das hier rumklappert. Yep. Es ist schon wieder unscharf. Ich könnte kotzen. Naja, gut. Jetzt geht's ja. Also, wir haben schwarz luxierte Schrauben hier drinnen verbaut. Okay, es will nicht scharf stellen. Na gut. Dann haben wir, ja, wir haben wieder eine Double Tank Pin Construction hier drinnen. Dann haben wir hier auf der Klinge noch einen Aufdruck. Warum will die nicht fixieren, die Kamera? Die geht mir auf den Sack. Hier, fixiere mal bitte. Nein, der Hintergrund ist ja viel interessanter, ich weiß. Okay, dann lese ich halt mal kurz. Also, wie hier steht, der Magnum bei Böker, wie auf der Verpackung. Ja. Ansonsten gucken wir mal aufs Handle Play. Ja, ist schon ordentlich. Auf der anderen Seite der Klinge haben wir hier noch den Stahlbezeichnung. 44A Stahl haben wir. Kannst du bitte mal fixieren? Vielleicht sollte ich halt einfach ein paar Bilder einfügen. Oh, jetzt geht das mal. Super. Hier, also hier Magnum bei Böker. Dann hier 44A Stahl. Okay. Wir haben hier vier Löcher in der Klinge, damit die Klinge ausbalanciert ist und damit man sie auch nicht anschleifen kann. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar Löcher im Griff. Dekoration halt. Ja. Ich wollte mich nebenbei mal noch für über 90 Abonnenten bedanken. Die 100 sind nicht mehr weit. Und ich habe auch schon etwas geplant, wenn ich dann die 100 erreicht habe. Aber lasst euch mal überraschen, ich verrate nichts. Und ja, dann könnten wir noch mal die Maße raussuchen. Und da habe ich hier meine Zelle vorbereitet. Und hier. So, ja. Also es wiegt 132 Gramm. Dann haben wir hier, also ich messe das jetzt hier nochmal live ab. Mein Kumpel hat sich darüber beschwert, dass das nicht original ist. Dann haben wir hier 9 cm Klinge, wenn man das so nennen kann. Ja, jetzt geht's. Man muss es also immer so schräg halten. Also 9 cm Klinge. Dann haben wir hier, machen wir das kurz zu, haben wir eine geschlossene Länge von 12,56 cm, ja, passt schon so. Und für den offenen Zustand brauche ich wieder ein längeres Länge. Machen wir es nochmal auf. Und wir haben eine Länge von
Ja, satten 22 Zentimeter, beziehungsweise 22,1 Zentimeter. Ja, schon extrem schön. Balancierung ist wie bei einem Butterfly üblich hier. Yep. Und das erste, was ich dann mache, wenn das Review zu Ende ist, ich werde das Latch abmachen. Das nervt jetzt schon. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man damit flippen will und dann hört man das die ganze Zeit so rumklappern. Ja. Mal schauen, vielleicht werde ich auch was anderes reinmachen, was nicht so klappert. Aber mal schauen. So, und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich einen Link dazu finde, wahrscheinlich, werde ich ihn auch in die Beschreibung packen. Also dann, einen schönen Tag noch. Tschüss. Na Katze, kommst du mit nach Location suchen? Ja. Du. Du. Du.